was bisher geschah. Winterberg mit dem Marc zusammen, der ist da hinten noch gerade beschäftigt. Da ist er. So Leute, die ersten zwei Lines, Schneewittchen und Fairy Trail gefahren. So Leute, wir sind die Loose Lee gefahren und auch die anderen beiden neuen Strecken. Und ich muss sagen, mir gefallen alle Strecken richtig krass gut. Wir haben jetzt einen kurzen Stopp am Auto gemacht und machen jetzt noch so ein paar Runden zum Abschluss. Und ja, dann ist auch Lift schon zu. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Teil 2 aus Winterberg, Loose Lee Ferry Trail, neuer Lift und so weiter. Also wir sind dann jetzt in die letzten Runden vor Liftschluss gestartet und haben eigentlich alles abgehakt, was wir heute fahren wollten, und dann stand eigentlich nur noch Spaß haben auf dem Programm. Und dass ich da aber dann doch das ein oder andere Neue mich gewagt habe, hat mich selbst überrascht. Aber nichtsdestotrotz, schöner Abschluss. Ja. Zum Wiederwarmfahren sind wir auf die blauen Lines gestartet. Auf die Kyrill. Ich hoffe, Kyrill ist richtig. Aber ich habe so lange geübt nach dem letzten Video. Naja, egal. Auf jeden Fall sind wir die blauen Lines zum Warmfahren gefahren, um so ein bisschen wieder reinzukommen. Und ich muss sagen, jetzt das zweite Mal in Winterberg haben mir die Strecken nochmal viel, viel besser gefallen und haben mich auf jeden Fall nochmal positiv überrascht. Und ich bin mit Sicherheit in dieser Saison nicht das letzte Mal hier gewesen. Oh Gott! Kennt ihr diese Tage, an denen es einfach gut läuft und sich alles gut anfühlt? Das war ausnahmsweise mal einer dieser Tage. Ach ja, und bei Marc lief es übrigens auch immer besser. Nach der Warm-Up-Runde wollten wir uns dann die Freeride und die Downhill und die Slopestyle-Line anschauen. Eins sage ich euch vorweg, die zweite Runde hier, also das zweite Mal in Bikepark Winterberg, war schon eine ganz, ganz andere Nummer als das erste Mal. Und nach der Freeride Line wollten wir uns ja dann noch die Slopestyle vornehmen. Und da haben wir noch zwei Abonnenten getroffen, den Timo und den Tim. Die haben uns so ein bisschen hier durchgeführt, weil wir uns noch, also ich kenne mich auf jeden Fall noch nicht perfekt aus in Winterberg. Und da habe ich mich einfach mal an so einer Slopestyle Line probiert. Wirklich nur probiert. Scheiße.
Also ich bin mir sicher, wenn ich an dem Tag noch ein bisschen mit Marc zusammen weitergeübt hätte, wären wir irgendwann mal drüber gekommen. Aber das ist irgendwie eine ganz andere Nummer, auf so riesen Tables zuzufahren, auch wenn die Landung danach wunderbar, wunderschön ist. Aber mir persönlich liegt das ganze Ding noch nicht so. Aber ich bin ja auch noch am Anfang. Allerdings wollten wir ja unbedingt noch irgendwie die Downhill fahren. Und ich hatte schon ein bisschen Schiss vor der Downhill, weil der Steve sich das letzte Mal da wirklich mies hingelegt hat und ich da irgendwie kein gutes Gefühl bei hatte. Aber weil der Tag so gut war, dachte ich mir so, komm, probieren wir das Ganze nochmal und probieren jetzt diesmal auch alles einen Ticken schneller zu fahren. Scheiße! Shit. Bremswellen der Hölle. Oh Gott. Und weil der Tag irgendwie so gut lief, dachte ich mir so auf der Hälfte der Strecke, ah, da kommt doch noch gleich dieses Gap. Und das Gap sah doch irgendwie machbar aus beim letzten Mal. Und irgendwie dachte ich mir dann wohl, okay, wir fahren da jetzt einfach mal gleich drüber. Und tatsächlich war ich irgendwie ein bisschen zu schnell sogar. Ich hätte, glaube ich, sogar noch langsamer fahren können und wäre wahrscheinlich trotzdem irgendwie drüber gekommen. Aber dieser Moment, wenn man so eine neue Challenge irgendwie schafft, ist jedes Mal genial. Komm mal. Ah, Junge! Oh, jetzt keine Experimente mehr hier. Nee. Und ich muss wirklich sagen, so ein entspannter Nachmittag unter der Woche ist in Winterberg echt super. Und gerade gegen Ende ist einfach so wenig los auf den Strecken und am Lift, dass man auch wirklich mal Zeit hat, sich in so einem hochfrequentierten Park mal alles ein bisschen genauer anzuschauen. Scheiße. Ah. Viel mehr Schwung. Puh.
alles in allem war der Tag auf jeden Fall super gelungen. Und ich muss sagen, mir reichen wirklich auch so 3 Stündchen Bikepark. Also 3 Stunden einfach so ein Ticket bis zum Nachmittag vielleicht und dann reicht das auch. Wenn ich so komplett exhausted bin und die Kräfte so langsam schwinden, dann macht das Ganze doch auch irgendwie gar keinen Spaß mehr. Und deswegen war diese Nachmittagskarte am heutigen Tag mit Marc zusammen einfach für mich genau perfekt. Yo Leute, was geht ab? Wir haben den Bikepark-Tag überlebt. Wir müssen nur noch runter zum Auto kommen und ich hoffe, wir kriegen das hin. Also mir haben die neuen Lines super gut gefallen. Ich bin gespannt, wie die Loose Lee wird, wenn die komplett fertig ist. Wir müssen uns da beide noch ein bisschen reinfuchsen, dass wir da auch überall drüber kommen. Aber auf jeden Fall eine geile Line. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin richtig fertig schon wieder. Für mich ist echt 3 Stunden Bikepark, dann ist Feierabend so ungefähr. Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht schon sowieso gemacht habt. Schaut auch bei Marc mal vorbei. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin, haut rein. Ciao.